Maybe Galio. Scheiße. Maybe Quinn, die spiele ich nicht so oft. Maybe Shyvana? Am Ende ist einfach Garen oder Jarvan, so richtig einfache Antwort. What the fuck? Wie hab ich's nicht? Ich spiele so viel Garen, wie habe ich es nicht gehört in meinem Kopf? The glory of Demacia will never fade. Aber warum weiß ich das nicht? Das hat gar keinen Sinn. Er sagt, Demacia. Nee, das muss irgend so eine Interaktion sein oder irgendein Emote oder sowas. What the fuck? Aber ich hätte normalerweise immer in seiner Stimme gehört. Das Swain Ult? Demonic Ascension? Over doesn't pass. Kennt ihr das? Versucht den Winkel zu ändern, um es zu erkennen. Was zum Fick ist das? Mein erster Instinkt war. Mein erster Instinkt war Glee Rumble Skin. Was ich meine? Ja, dieser, ich weiß nicht, wie das Skin heißt, aber. Glee Rumble. Mein erster Instinkt gewesen, also I will go. Scheiße. Ja, also bei Splash Arts, da müssen wir gar nicht erst anfangen, wir zu lachen. Das ist irgendeine Kralle, das ist irgendeine Klaue. Was ist das bitte? Ist das Zack? Sieht aus wie so ein Glee-Shit. What is this? I don't know. Ja, I don't know. Wir müssen rauszoomen. Müssen ein wenig rauszoomen, bis wir was erkennen. Ja, ich seh's nicht. Ich seh's nicht. Typisch Splasher Tolkien. Ich seh's einfach nicht. Was ist das? Das ist Renekton? Ah, es ist Nunu, der Disco-Ball. Jetzt habe ich's, ja. Ist Reinzoomen cheaten, wenn es schon so ist? Eigentlich nicht, ne? Ich habe nur das Bild größer gemacht. Es ist Disco Nunu. Der Disco-Ball. Ey, let's go. Ghost Cleanse. Dann machen wir Party. Wir haben jetzt schon viel zu viel Magic Damage, also kann ich nicht noch mehr Magic Damage draften. Das ist echt ärgerlich. Can't get another try. Ah, heute ist es Irelia. Weiblich, menschlich, Mana 2009. Ah, Annie. Annie, right? Annie? Annie's in the chat. Sie ist nicht ranged, sie ist ein kleiner Mensch, ich glaube, die nennt man Kinder. Und sie ist auf jeden Fall mit Mana ausgestattet. Aber sie ist Mitte Top Lane, es ist nicht Mitte Top Lane. Jenna! Jenna ist kein Mensch, right? Jenna ist actually kein Mensch. Jenna ist actually kein Mensch. Dann haben wir denn Jungle. Die Katze kann es nicht sein, right? Weil sonst würde hier Melee Partial stehen, das kann nicht Nidalee sein. You and I. weibliche Supporter. Actually, warum denke ich an Supporter? Denk an AD Carries Tolkien. Caitlyn Ashe? Ich glaube, Ashe ist auf jeden Fall alt. Die ist ja die Frau von Tryndamere, heißt der Ashe. Nach der ist Ashe benannt. Also von dem CEO von Riot Games damals, von Mark Merrill, a.k.a. Tryndamere, a.k.a. Husband von Ashe. Ashe, right? Ashe? Ist es Ashe? Any Ashes in the chat? Can you feel, can you feel my heart? Bam, bam, bam. War Kate 2009? Du, weiß ich gar nicht. Ich habe damals nicht gespielt, aber für mich ist Kate ein alter Charakter. Und Ashe ebenfalls.
Tust du manchmal Drogen auch nehmen? Bei dem Satzbau bist du da vielleicht der bessere, die bessere Person, um die Frage zu beantworten. What the fuck did I just read? Wird jetzt jeder Jungle Main? Ja, ich denke, für den Anfang der Preseason wird wahrscheinlich jeder Jungle spielen wollen. Weil ist halt einfach das Einzige, was aktuell interessant ist. Da wir auch noch alle einfach ein Pokémon haben. So, ist jetzt das Beste, Glumanda zu gehen oder doch Shiggy? Weil Shiggy geht mit Movement Speed, ne? Wenn ich durch den Jungle laufe und Camps cleare. Aber ich glaube, Glumanda ist schon zu OP darin, später zu fighten. Movement Speed ist kacke. Finale Evolution ist erst ab 15 bis 20 Minuten. Warte, warum? Warum ist sie so spät? Was einfach farmen oder nicht? Oh, Shift for more detailed information. Warum muss ich das tun? Ich hab doch. Hab ich das. Ich enable doch den Account oder wie? Hab ich doch. Warum ist das so? What the fuck? Lower Async. Muss ich einfach 40 Camps farmen? Das ist doch easy. Und ich krieg 2 Stacks, wenn ich Bonus Streets habe. Also warum? Warum dauert das so lange? Es sind 30 Camps, die du clearen musst. Why? Weil immer du einen Stack hast, ist ja doppelt. Das ist auch bei den anderen Smites genauso. Also warum ist es da schlechter? Oder bin ich... Was ist falsch? I can't drown my demons. They know how to swim. Pack ihn ab, Glumanda! Kannst du einen Stack behalten? Warum habe ich gerade gedasht? Just, ich muss ja gerade meine Stacks behalten. Ey, letzte Season schon nicht brauchen, obwohl ich diese Season erst recht nicht. Nice, Solo Bodo. Ja, das sind was Stacks auslaufen. Fuck that shit, wer braucht die? Mach jetzt nicht sogar 2 Punkte Q. Ich werde auch eh voll klären. Es ist pünktlich für Krabbelspawn mit Fulkle fertig, aber einfach Top-Lane hacken gehen. Er wurde ihn gesolo-killt und hatte leider noch Flash-Störung, Mann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Na gut. Jetzt können wir einfach einen Freak-Bot bekommen und kann es einfach mit Farm aufholen. Also ich kann nicht wirklich Counter-Jungle gehen, ne? Das ist Season 13. Dauert zu lange, Crux zu farmen. Leider aber auch für mich dann. Geht das natürlich genauso. Always trouble. Lass mal gucken. Wenn sie da ist, ist es sehr fuck für mich.
Beim einen Cap entwendet. Das war auch gar nicht so schlimm eigentlich. War okay. Mit Smite 600 auf den Krug. Das funktioniert. Recht flott. Good day. Aber wieder hochfahren würde ich annehmen. Wenn sie könnte Raptoren invaded haben, wenn sie sieht, dass Krugs weg sind, aber ist so wahrscheinlich eigentlich. Ich habe mehr Angst, dass Kindle Botten gängt eigentlich, dass sie Raptoren invaded hat. Wenn wir hochfahren. Vielleicht nochmal Top-Lane gegen kein Flash mehr. Geben den Drake, wenn es sein muss, und Glumanda und ich ganken Top-Lane. Ups, dort dann werdet ihr gegankt von Mr. Zed. It's not my family. Ja, Glumman und ich würden gerne Krugs invaden gehen. Wrap up ist auch ab. Vielleicht hat sie noch die Krabbe gemacht nach dem Drake. Davon wäre eigentlich auszugehen. Ich habe leider kein Smite und ich mache ja sehr viel weniger Damage auf die Camps des Gegners in seinem Jungle. Deswegen ist mein Playstyle eigentlich nicht effizient. Botlane zu spielen, Botlane zu ganken und dann Drake zu machen ist schon der beste Weg, weil ich brauche jetzt sehr lange für den Rapper, wenn sie zum Ende noch kommt. Geht's Mitte. Ich habe gerade 15 Gold weniger bekommen. Rang geultet mich. Ups. Ah, es sind eine Menge Leute, die mich gerade gechased haben. War das okay? Ja, dieses Counter Jungle ist einfach nicht effizient, Leute. Ich bin so wenig Feuer und ich krieg auch so wenig Gold. Einfach gegen Botlane gegangen, Botlane Kills bekommen und Drake gemacht. It all makes sense. Fuck her up, Team! Let's go! Jetzt Reset nach der Ult mit Pike. Das ist das Einzige, was natürlich schwer zu resetten ist. Und man, dass du Texo geworden? Ups, zu früh gejumpt, nicht gut. Yeah, ich hätte schon durchaus Botzeit laufen dürfen, um die Camps zu nehmen, die markiert wurden. Also das Counter Jungle Playstyle ist echt nicht rewarding, kann ich nicht empfehlen. Dauert ewig, kriegen kaum was. Sind debufft im Enemy Jungle und bufft in unserem.
Ich habe nur einen einzigen Stack vor ihr und nur zwei Camps, aber ich habe 4 Camps geschaut, Jungles. Und sie 0 von meinen. I guess sie hat alle Krabben bekommen da auf Botzeit. Da war schon weit gut für sie. Dass die Krabben Botzeit gespawnt sind. Easy, Partner. Easy, Partner. Wir jetzt Bot hinter die Lane stehen, hinter die beiden. Warum habe ich gesweept? Ich habe mein Item. Ja, dann wird Vladimir gefeedet und der macht jetzt gute Arbeit da Sünder bekommen. Vielleicht habe ich Ultra Swing gewastet, honestly. Der war, glaube ich, schon dead. And I feel like that. Noch bei. Ist der noch da? Aber nicht. Oh. Well, that's a bit sad. That is a bit sad. Ja, Drake, wenn ich wirklich mal testen, so ich top bin. Ich bin sehr spät. Und der stärkste Champion ist top eine Death Cap gebaut. What the fuck? Wenn er runterkommt, maybe, aber oh, wird er niemals rechtzeitig schaffen. Wir haben noch Pakash, also. Wenn sich ein Playfield ergibt. Pakash läuft gleich aus. Ich mach mal einen dritten Vote of Take, ne? Ich bin gleich da, Jungs. Hallo Mr. Z. Dauert so lange. Vielleicht zurück sein Kind, das ist ein Problem, wenn sie zurückkommen. What the fuck? Wo? In dem Busch? Okay, jetzt aber nicht. Nice. Wenn du nicht hingelaufen bist, dort hinten. Wir kriegen einen Stack, wenn wir ein Camp haben. Da kann ich nicht nein sagen. Fuck him up, du Texo. Wir haben 50 Gold extra hier, ne? Nice. Ups. Take that shit. Wie hoch? Machen den auf jeden Fall. Ich habe auch mein Upgrade fertig, fällt mir auf, richtig? Ich habe jetzt noch 3 Camps. Ich habe 4 Stacks, aber ich krieg doch einen Bonus-Stack. Das muss nicht mehr wann. Oder habe ich den gerade schon konsumiert? Noch einen sehr starken Vladimir, also fand auf jeden Fall. Ganzes Early-Game für den Vladimir gespielt. Ja, wir haben 2 Stacks bekommen am Ende. Warum? Ich freue mich, aber warum? Oh, da
natürlich absolut tragic. But, what is this? Brauche nicht meinen Freund für Harold. Drei Mann Mitte pushen, dann stellen wir noch Tor. Oh, fucking close. Der Rest von denen ist einfach auf Harold. Ich hätte einfach so noch straight flashen müssen. Drei Leute sagen Take und nicht eine Person war da für Harold. Hallo, wofür ist der Vote dann da? Ich dachte, wir haben agreed, wir fighten Harold. Boys, wo wart ihr? Ist ab. Einer dive top turret, einer chillt in base und der andere intet beim Harold, ha? Das sind die drei Boys, die ja gewotet haben. Fantastisch. Ich hätte super gerne gefightet. Sie hat nur 100 Smite, ich habe 1200 Smite. Ich bin viel stärker als sie. Aber wow, ich habe ja nicht mal gegen sie gekämpft, sondern gegen die drei anderen. Also, wow. Kein Applaus. Kein Applaus. And no one even knew. Soll ich jetzt rauskommen? Problem für einen anderen Tag, ha? Hit him right between the eye. We are running. Vorsicht, Boys, ihr werdet geflankt von Mr. Z. Oh. Actually, we're better than Kindred. Das war nicht bad. Weil we take Drake? Ich wollte mal take. Dann kommt gleich Z auf Corki. Landet nicht nur Z. Ich hab mal recht optimistisch für Take gewotet, aber was das wird. Always trouble. Rengar am Busch, lass uns nicht reinbaiten. Ja, I mean, wir haben gewotet, ja, unser stärkster Champ ist Toplane, also give. Dritter Drake? Brauchen wir nicht. Wir brauchen keinen der Drakes. Wir brauchen noch keinen der Heralds. Ist keiner da! Can't! Fünf Mann vom Enemy Team sind beim Drake! Meines Mabats. Gegner drei Drakes, Tolkien. It's a goddamn jungle diff? How did that happen? Ja, ich habe auf jeden Fall Farm überpriorisiert. Er sind immer noch nicht ihre zwei Stacks fertig. Die Kindred, aber ist ja kackegal. Porter Jungle war absolut useless, was ich gemacht habe. Absolut useless. Gar kein Lead gegeben. Viel weniger Gold, hat ewig gedauert. Überhaupt nicht worth. Okay, das war ein sehr frühes Package. Aber wenn es funktioniert, dann ist es nicht dumm, ne? Keine Wards hier, das wissen wir. Wir sind Humble Glaive Graves. Das scheiß Lutexo, wo lastet das einfach? Ist ja so geil. Weil sieht mich? Ne. Wir haben kein wenig gemisst, my bad. So. Da wir das erste Mal gefühlt Level 4 ihr. In dem 30. Camp, das wir gesteelt haben. Ich wollte hier meinen roten Verstärkungszauber machen. Alle Mannschaft nach? Ne, oder nicht? Okay. Nash in 30. Team. Do we take or do we give? Wir werden mal weiterfahren, fuck das. Es wird was so angenehmer zu junglen, ich weiß nicht. Wenn ich zu zwei junglen kann, die ganze Zeit ist einfach enjoyable Camps zu fahren. Weißt du,
Danke dir. Ups. We shall remember this theft. Ja, ich farm diese Runde zu viel. Eigentlich gibt es auch gar keinen Sinn mehr, den ist er schon lange digitiert. Okay, bevor der Spiel geht. Wait, er war ein HP nach meiner Combo. Hat er W gedrückt vor HP? Yep. Ja, ihr habt jetzt 10-mal Take gewotet, aber am Ende nie. 3 Leute voten ja! Like, wo seid ihr denn, wenn ihr den machen wollt? Jetzt kommt ihr, ja? Ihr macht das gerne, wenn wir dafür voten als Team. Kein 2 für 15? Mit dem Call aber Hype, also ich bin dabei. 10 Sekunden mein Smite. 8 Sekunden mein Smite, wir können unsere Passive hochstacken trotzdem. Und seitdem hittet Nash weiter. Jetzt habe ich Smite, ich komme. Wenn Kindle jetzt rüberjumpt, wäre sehr hype. Bruder, let's go. Boah, das ist echt schon mit Gordon gerade einem Shit gehittet und gewonnen hättet, Loki, aber. Wurde von Länge noch aufgegabelt am Ende. Ich vote schon mal präventiv. Fight, ne? Fight, 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 fight. Fight. Geist, we fight, right? We fight. Drake, Seele, eine Minute. Vlad. Drake. So. We need you, mate. We need you. We need you. 15 Sekunden. Du kannst noch eine Wave fahren, maximal, und dann musst du kommen. Ist eh schon zu spät, aber Vladimir kann auch flanken. Champion mag seine Flankposition so oder so. Wir kaufen lieber einen Longshot statt eines Pink Wards, aber das ist auch in Ordnung. Der hat noch Nash. Nur Corki. Also Corki muss eigentlich, ja gut, dann haben wir jetzt keine Nash auf Midwave. Wenn der Toplane ist und der Botlane. Weiß, okay. Will leider nicht die Wave verbuffen. Ärgerlich. Keine Wards hier, warum? Oh, haben wir gewonnen, jetzt noch uns einen Goddeck hochgehalten. Geil. Weißt du, der Damage auf mich war auch ein bisschen stark. Schlecht. Let's go, Team! Enend, no! Na, da geht's halt, dann ist mich gleich so und gleich. Well played. Erste Deck, die wir gefightet haben, wir sind die Boys. Sehr geil. Ups. Hallo? Junge. Powerless. Alright, ey. Wir haben den dritten Drake bekommen, den vierten Drake bekommen. Der erste für uns. Das ist nicht schlecht. Wir haben den ersten Nash auch erhalten. Can win. Ich sollte seriously aufhören zu farmen. Fucking nutzlos. Wir sind fast Level 15, sie ist Level 12. Also, actually, ich ist gerade frisch im Camp gespawnt. Ich muss.
Ah, ich hab die Wand gecued. Hätte mein Feind dabei sein können. Ich hätte den Ult reinklatschen können, aber ich hab die. Ich hab die Raptoren. Die Raptoren bewegen sich nicht mehr. Macht euch keine Sorge um die. Gib mich mal einen Tank-Jungle. Ich habe kaum einen Tank-Jungler gesehen. Ich habe eine einzige Sejuani gesehen mit Radiant Virtue. Das sah auch nicht schlecht aus. Sonst waren es alles immer nur Assassins. Oder Bruse halt. Viele Viegos, Lee Sins, Talons. Ein paar Kindreds, I guess. Nein, nein. Der Basis spawnt leider keine Camps, deswegen muss ich jetzt kämpfen. Ich weiß, es ist unangenehm, aber ich muss. Ja, Mann, ich glaube, ich muss euch hier verlassen. Auch wenn wir jetzt. Oh, wir finden vielleicht Nash. Wenn ich jetzt einen Kämpfer habe, kriege ich 50 Gold, ne? Von Bonus Streets. Das ist schon sehr geil. Einfach 50 Gold for free, weil ich ein Jungler bin. Mana kriegen wir im Jungle natürlich auch for free. 20 pro Sekunde, das ist schon nicht schlecht. Viel zu spät für Nash? Aber wir haben beiden Camps sichergestellt, ne? Das ist wichtig. Bisschen extra Gold kassiert. Farmsucht gibt dir nicht auf, Amin. Ja, es macht einfach Spaß mit Glumanda gemeinsam zu agieren. Was soll ich machen? Guck mal, wie er hittet. Er ist beautiful. Danke dir, Bro. Hallo, was machen wir denn nicht, wenn wir Kindred auf Vision Recon sehen? Was ist goddamn free Nash? Jetzt ist es nicht mehr komplett free, aber noch ziemlich leicht eigentlich. Außer Swain zieht den mit W. Ja, I mean. Jetzt bin ich echt die drei Level vor ihr, seitdem ich angefangen habe zu fighten. Wenn ich nur gefarmt habe, war es nicht so effizient. Regardless of who you are. Rüber geflasht? Weil wir elegant sind, Leute. Elegant. Nein, ich muss die jetzt jagen. Die ist das Essen und ich bin ihr Jäger. Komm her, Kindred. Und Wolf und Lamm ja gar nicht gewohnt, dass sie auch mal oh, shit. Well, vielleicht sind sie doch gewohnt zu jagen. Sorry, Bro, ich bin drei Level. Nein, hört auf zu enden! Wop. 30 Sekunden Cooldown! Ja, ich meine, ich habe ein bisschen AFK gefarmt. Ja, ist richtig. Aber. Ist nicht gut. Ihr solltet wahrscheinlich in fast allen Fällen clearen, ganken und da, ihr habt ja so viel Freizeit. Ihr clearet ja mit voller HP, ohne dass ihr dafür Zeit aufwenden müsst, also habt ihr einfach Zeit zu ganken. Ihr müsst da nicht farmen. Ihr könnt ja farmen und ganken. Die Rolle ist schon... Hat einfach sehr viel Freizeit. Ich war gestern so mindblown, dass ich mit Kindred innerhalb von 3.10 full clearen konnte. Das war schon verrückt. Level 4 Kindred. Und dann spawnt die Krabbe auch nicht 3.15, sondern 3.30. Das heißt, ich habe noch 20 Sekunden Zeit zu ganken. Und dann Krabbe zu machen. Ich bin Level 4, während der Top-Liner Level 3 ist. An manchen Fällen Level 2. Denn wenn er reingepusht wird oder einen Slow-Push hat, ist er Level 2 und ich bin Level 4 und kann die Diven gehen. Mit 2 Level Lead. Das ist schon... Also... Ist schon ziemlich wild. Ist schon ziemlich, ziemlich wild. Lasst uns weiter jungeln.